Hüchen, heute stelle ich euch mal was von Star Wars vor. Da habe ich einmal Boba Fett mit der Setnummer 75533. Hat 27,99 gekostet. Das Modell. Hier. Na, nur so. Seht ihr das? Das sind alles Prints drauf. Also keine Sticker. Irgendwie nichts geklebt, gar nichts. So, das ist auch hier so ein Vitrinenmodell zum Hinstellen. Passend dazu habe ich mir geholt den Helm von Boba Fett mit der Nummer 75277. Der hat so gesehen von innen drinne, ja, ist da ein bisschen bunt, ne? Aber man sieht es ja auch hier. Von den Farben her. Ich werde mal die Kamera wieder runterstellen und nehme euch mal mit auf den Tisch. Also wir haben hier Weiß, Tan, Rot, Blau, Dunkelgrün, Gelb, Braun, Schwarz, Lindgrün, dann haben wir hier Türkis. Dann haben wir Rot, wir haben Hellbraun, dann haben wir hier Grau, Dunkelgrau, Orange, Grün, Lila, also Schweinchenrosa und ein dunkles Rot. Die Bauanleitung hat 115 Seiten mit Teileliste. Man sieht es ja hier auch nochmal den kopfmäßig. Dann kann ich euch noch mal den Kopf zeigen. Das ist ein Print. So sieht der Kopf aus. Auch hier vorne mit dem Zielgerät, ne? Das kann man hoch und runter klappen. Gehen wir mal hier so ein bisschen rum. Farben hier schön. Von außen sind stimmig, also es kommen auch keine anderen Farbeinschlüsse irgendwie in kunterbunte Farben durch. Dann gucken wir uns mal das hier nochmal von unten an. Ständer. Gucken, ob wir noch ein bisschen reingucken können. Mal zusammen. Sag ich mal, passen die beiden. Ja, wenn die zusammen so nebeneinander stellt, ich mache die Kamera mal wieder ein bisschen höher, damit wir das auch sehen hier, was wir hier auf dem Tisch haben. Ne? Ja, sieht doch schon nicht schlecht aus. Einmal den Boba Fett nur als Kopf und hier einmal als Figur. Bezahlt habe ich hier von dem Boba Fett 59,99, damit es ja auch wieder keine Fragen gibt. Da. Und der Kopf hat 625 Teile. Ja, hier nochmal die Schachtel. So. So. Also zwei schöne Modelle habe ich hier. Ja, das ist schon gut gemacht. Kann man nicht meckern. Die Beule, die hier oben drinne, dieser Einschuss oder die Delle, die da drin ist, die haben sie hier abgebildet mit dem Grau hier. Also finde ich mal so nicht so schlecht, wie sie das hingekriegt haben. Auch das Gesicht
Was man so, ist ja auch passig, ne? Wir drehen das nochmal, damit wir es hier nochmal sehen können, ne? Hinten dieses Grün da, das Dunkelgrüne. Und hier auch das Dunkelgrüne. Und dieser rote Strich der, das ist hier, da, hinter. Das ist jetzt die Waffe davor, ich kann sie mal abmachen. Dann können wir mal gucken. Sieht doch nicht schlecht aus. Einmal Boba Fett als Figur und einmal Boba Fett nur mit Kopf. Bei dem hier, das ist hier Stoff. Mit, da haben die Motten dran gefressen. Das gehört so. Und hier ist noch ein Shooter. Stadtshooter. Damit kann man diese roten Pfeile auch abschießen. Aber muss man nicht. Kann man, muss man nicht. Und wenn man das jetzt hier zusammen in der Vitrine reinstellt, dann sieht doch auch gar nicht mal so schlecht aus. Also ich finde es gelungen. Ja, auch wenn man das Zielferngerät da so umpackeln kann. Ich glaube, hier kann man das auch machen. Im Kopf. Ja, geht auch. Ja, von der Seite. Ja. Ich habe es nur noch oben gemacht. Weil es doch ein bisschen besser aussieht. Ja, dann würde ich mal sagen, dann auf einen Daumen nach oben. Hier unten Abo drücken und die Glocke. Und ihr könnt euch auch mal schreiben, ob euch diese zwei Modelle gefallen haben. Wäre nicht schlecht, wenn man Infos kriegt. So, dann sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Baldo.